Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist einer der besten plastischen Chirurgen unserer Region Berlin-Brandenburg und darüber hinaus ganz Deutschlands und der Welt wahrscheinlich. Professor Dr. Markus Künscher ist bei mir. Ich freue mich, dass du da bist, Markus. Hallo, grüß dich Jens. Ich freue mich auch hier zu sein. Wir werden in aller Ausführlichkeit so ein bisschen deine interessante Vita erzählen und dann reden wir über das Thema plastische Chirurgie, Schönheitschirurgie und alles, was da so dranhängt. Ne? Okay, gut. Freue mich. Du kommst aus Zwickau? Ja, da bin ich geboren und auch aufgewachsen, bis ich so Anfang 20 war. Also alles, was dazu gehört. Grundschule, weiterführende Schule, dann Abitur. Dann habe ich sogar kurz noch in der alten DDR-NVA gedient, hier in der Nähe von Berlin, in Strausberg, bis dann das Medizinstudium begann. Das war 91. Warum hast du dich denn für Medizin entschieden? Hast du Medizin in der Familie? Gar nicht. Also mein Vater war Kraftfahrzeugtechniker, auch an der Uni, hat viel Forschung gemacht und meine Mutter war eine Bankkauffrau. Also die wollten gerne immer einen Arzt in der Familie haben, aber selbst in meinem Familienkreis hatte ich keine Ärzte. Ja, und ich weiß auch nicht, wieso mich das so interessiert hat. Mir hat es schon immer Spaß gemacht, als Kind, wenn ich angeln war, da irgendwie dann den Fisch selber zuzubereiten und zu filetieren und auseinanderzunehmen und solche Dinge. Also ich habe mich da nie geekelt. Das ist ja auch immer so eine Sache. Manche ekeln sich ja vor Blut oder wenn sie im OP sind und das alles sehen müssen. Das ging mir nie so. Mein Vater hat mich dann irgendwann mal mitgeschickt mit einem seiner Freunde, der Oberarzt war in der Unfallchirurgie, dann, dass ich mir mal so ein OP von innen anschaue. Das weiß ich noch, da war ich 12 Jahre alt. Da ist mir dann aber wirklich ein bisschen komisch geworden mit dieser ganzen Atmosphäre und so weiter. So dass ich dann fast der OP-Schwester da in die Arme gefallen bin. Ich habe es noch abfangen können. Ich bin frühzeitig raus, habe kurz die Beine hochgelegt und einen starken Kaffee getrunken. Dann ging's wieder. Aber das war so mein erster Berührungspunkt mit einem OP-Saal damals mit etwa 12 Jahren. Und es hat mich dann trotzdem so begeistert, dass ich es weitermachen wollte. An dem Tag kamst du aber erstmal nach Hause und hast gesagt, na, ich weiß nicht so richtig, ob das mein Ding ist. Ja, das war aber auch eine heftige OP für die erste OP, fand ich. Denn das war so irgendwie so eine Hüftendoprothese, wo dann eben geschnitten wird und dann riecht es nach verbranntem, weil die immer mit so Strom Blut gestillt wird. Und dann wird noch der Knochen durchgesägt von dem Hüft, dann riecht es auch noch so ein bisschen nach. Also das war schon heftig für die allererste OP, aber nein, es war nicht so schlimm. Mich hat es eher mehr begeistert, als dass ich es danach nicht mehr wollte. Okay, jetzt ziehe ich es durch. Ich habe gesehen, wie es geht. Traue ich mir auch zu. Genau. Warum Chirurgie? Weil das so für mich die eigentliche Medizin ist. Also das ist Handwerker. Handwerk so ein bisschen auch. Ja, ich habe auch gerne so in meiner Jugend und später auch, als ich noch jung war und jetzt nicht alles selbst bezahlen konnte im Wohnungsbereich, viel selber gemacht, bis zu kleine Möbelstücke selber gebaut, aus Holz vor allem. Also so, wenn ich Handwerker geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich auch Tischler oder sowas geworden. Und deshalb muss es irgendwie die Chirurgie sein. Also jetzt innere Medizin wäre mir zu langweilig. Also ich sage immer, wenn man da eine Viertelstunde beim Patienten steht und drüber diskutiert, ob der jetzt eine rosa Pille mehr oder eine hellblaue weniger braucht, das wäre nicht so mein Ding. Also das ist mir zu langweilig. Die Chirurgen, das sind die anpacken. Ne? Es ist ja so, aber mittlerweile bist du ja Handchirurg und Schönheitschirurg. Und das heißt, du bist ja der Uhrmacher unter den Chirurgen. Ne? Weil es gibt ja so und solche unter den Chirurgen. Ne? Welche, die nur einfach Knochen sägen und sagen, okay, müssen wir mal ein Stück einsetzen oder zusammenschrauben. Das ist bei dir ganz anders. Absolut. Also diese sogenannte Mikrochirurgie, die ja ein Teil der plastischen Chirurgie ist, die man besonders in der rekonstruktiven Chirurgie und in der Handchirurgie braucht, das ist fast das Allerfiligranste, was es so gibt in der Chirurgie. Das ist noch feiner als Gefäßchirurgie beispielsweise, weil wir dann auch unter dem Operationsmikroskop mit 12- bis 20-facher Vergrößerung dann operieren. Das nehmen wir gleich mal im Detail auseinander. Also wahrscheinlich sammelst du nebenbei noch Briefmarken, weil da darf ja kein Zacken fehlen, ne? Da muss man genau aufpassen. Nein, war ein Scherz am Rande. Ich habe noch ein Album zu Hause, aber ich habe das bestimmt 10 Jahre lang nicht mehr angeschaut. Also das gab es mal. Aber ein aktiver Sammler bin ich nicht mehr. Tatsächlich habe ich auch noch alte Briefmarkenalben. Ich muss da mal wieder reingucken. Vielleicht habe ich irgendwelche Werte und weiß es gar nicht. Weißt du, vielleicht besitze ich ja die blaue Mauritius und habe keine Ahnung davon. Ja, so könnte es mir auch gehen. Wir müssen mal in unsere Sammlung schauen. Ne? Du hast studiert in Leipzig, in Heidelberg und, was ich spannend finde, in Durban, in Südafrika. Ja, Leipzig habe ich angefangen, weil ich in Sachsen aufgewachsen bin, groß geworden bin. Und dann sind meine Eltern in die Nähe von Heidelberg gezogen, weil auch mein Vater sich dann nach der Wende in der DDR beruflich umorientiert hat. Und dann hatte ich die Chance, an die Uni Heidelberg zu wechseln, was ja nicht so einfach ist normalerweise. Aber wenn man die eigene Familie dort leben hat, hat man einen kleinen Pluspunkt und dann konnte ich von
Leipzig nach Heidelberg wechseln und das Südafrika, das habe ich im letzten Studienjahr gemacht, dann für die letzten Monate des Studiums. Und das war für mich damals so als junger Mensch irgendwie die coolste, aber auch krasseste Erfahrung, die ich während des Medizinstudiums gemacht habe, weil dort war ich in der Unfallchirurgie und in der inneren Medizin, wobei meine Stationsärztin von der inneren auch wusste, dass ich lieber in der Chirurgie war. Also die hatte nichts dagegen, wenn ich mich dann tagsüber mal in die Rettungsstelle, also in die Notaufnahme bewegt habe, um dort die spannenderen Sachen zu sehen. Und das war schon krass, wie die sich damit, also da hat man ja alles gesehen, Schussverletzungen oder wenn die sich dann mit ihren Macheten bekämpft haben und sich da so eine Machete dreimal quer durchs Gesicht gezogen haben und einmal durchs Auge, dann hing das Ohr nur noch am seidenen Faden. Oder ein anderer, der kam rein und hatte eine Schussverletzung mit mehreren Kugeln in der Brust. Eigentlich war der Bösewicht, der Verletzte, weil der wollte ein Auto ausrauben oder stehlen. Aber der Autofahrer hatte eine Schusswaffe und hat dann auf ihn geschossen. Und der lag dann da, hat nur noch schwer geatmet und war in Lebensgefahr, absolut. Und dann kam ein indischer Chirurg und der erste Spruch, den der Chirurg gebracht hatte, war »Crime hurts«. Also Verbrechen tut weh. Und dann hat er aber in Sekundenschnelle, also diesen Brustkorb da aufgeschnitten, aufgeklappt und diese Blutungen abgeklemmt, sodass der dann überlebt hat. Also die sind ja auch extrem drauf geschult, dann auf so schwere Verletzungen. Und dass es dann so schnell gehen muss, und das war schon krass. Das sieht man auch in Deutschland in der Regel ja nicht, zum Glück. Und du hast auch mitgearbeitet, ja? Also das heißt, du musstest da auch mit anpacken bei solchen schweren Verletzungen, ja? Na, so Haken halten. Also als Medizinstudent ist man ja nur die absolute Aushilfe da. Also man kann nur das machen, was die einem dann eben zeigen. Halt mal den Haken fest und beweg dich nicht, so nach dem Motto. So geht's dann erstmal los am Anfang. Ja. Ab wann durftest du auch mit anfassen, als du in Ludwigshafen warst dann zum Praktikum als Arzt oder schon vorher? Naja, man kann so ein bisschen mitmachen. Während des Medizinstudiums gibt's so praktische Phasen, die sind in der Regel während des Studiums viermal einen Monat, das sind sogenannte Formulaturen. Da sucht man sich dann aus, was man machen will, und wenn man dann in der Chirurgie ist, dann darf man wenigstens ein bisschen nähen oder mal ein bisschen Haut entnehmen und dann Haut wieder irgendwo hin transplantieren, so kleine Tätigkeiten, wo dann eben der verantwortliche Chirurg drauf schauen kann, dass du nichts falsch machst und wo er es auch noch korrigieren könnte, wenn du was falsch machen würdest, sagen wir mal so. Und das haben wir dann am Anfang gemacht, also das waren überwiegend so kleine Dinge. Du bist ein bescheidener Typ, weißt du, das finde ich auch so toll, deshalb habe ich dich auch eingeladen, weil wenn man sich das anschaut, du hast 1997 nach deinem Medizinstudium angefangen mit dem Praktikum in Ludwigshafen und 2007 hast du den Professortitel bekommen von der Uni Heidelberg. Das sind 10 Jahre. In diesen 10 Jahren hast du nur an deiner Karriere gebaut, das heißt, du hast alles gemacht, du warst Assistenzarzt, Facharzt, Oberarzt, stellvertretender Chefarzt, das ging ja Schlag auf Schlag. Ne? Du hast nur daran gearbeitet, immer besser zu werden, immer besser zu werden. Ja, also auch da möchte ich bescheiden sein. Das ist natürlich, Ludwigshafen ist einfach die größte plastische Chirurgie Europas. Und da kann man einfach in kurzer Zeit wirklich auch sehr viel lernen. Und dann haben die natürlich dadurch, dass sie einfach so eine riesengroße Größe haben, auch Zugang zu Laboren, zu Wissenschaft, dass man eben parallel zu der Arbeit dort, und wir hatten da noch eine großzügige Freizeitregelung, im Labor Forschung betreiben kann, so dass man dann im Prinzip parallel beides machen kann. Man kann seine klinische Ausbildung machen und seine akademische Karriere voranbringen, indem man eben Wissenschaft und Forschung betreibt und daraus dann eben Vorträge auf Kongressen oder Veröffentlichungen in Fachzeitschriften entstehen. Ja, das sind ja dann so zwei parallele Sachen. Das eine ist die klinische Ausbildung, die dauert 6 Jahre vom Ende des Studiums bis zum Facharzt für plastische Chirurgie. Das ist also ein eigenständiger Facharzt mit 6 Jahren Ausbildungszeit. Und wenn man dann, fleißig ist, kann man parallel diese wissenschaftliche Karriere auch noch machen. Und das ist dann die Voraussetzung für später dann für den Professorentitel, ja. Also du musst, um Professor werden zu können, schon den Doktor, die Promotion abgelegt haben, ne? Das war bei dir ja schon 1998, hast du die Promotion gemacht, ne? Genau, am Ende des Medizinstudiums war ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich Orthopäde werden will oder plastischer Chirurg. Deshalb habe ich die Doktorarbeit noch in der Orthopädie gemacht. Das war auch gut für mich. Die war genau, ich habe da in Heidelberg in dem Neckartal gewohnt und auf der anderen Seite vom Fluss war die Orthopädie. Dann bin ich immer rübergefahren und habe da meine Akten gewälzt und habe da daraus die Daten für die Doktorarbeit zusammengestellt.
Aber am Ende des Studiums habe ich dann auch nochmal gerade da in Ludwigshafen in dieser großen plastischen Chirurgie so eine Formulatur gemacht, so ein Praktikum und habe gesehen, dass mir das irgendwie noch besser gefällt, weil da war die Handchirurgie dabei, die sehr filigran ist, da war diese ästhetische Chirurgie dabei. Aber die Klinik in Ludwigshafen hatte eben auch so ein schwer brandverletzten Zentrum, wo Intensivmedizin mit betrieben wurde von den plastischen Chirurgen und das war jetzt in der Orthopädie in Heidelberg nicht so. Da wurde die Intensivmedizin von den Anästhesisten gemacht und deshalb fand ich das noch spannender, weil ich da noch eine noch komplettere Ausbildung bekommen habe. 2007 warst du noch in Heidelberg und 2009 hast du dann hier in Brandenburg deine Praxis eröffnet in Hohenneuendorf. Nicht ganz. Ich habe 2003 bin ich ja Facharzt geworden und da bin ich schon nach Berlin gegangen, in das Unfallkrankenhaus nach Marzahn, in dieses große Unfallklinikum und dort bin ich stellvertretender Chefarzt geworden in der plastischen Chirurgie mit Brandverletztenzentrum. Ah, aber der Professorentitel, der wurde in Heidelberg verliehen erst 2007, so war es dann. Genau, ja. Genau. Also man ist quasi, was die akademische Seite anbelangt, auch mit den Vorlesungen und mit dem Studentenunterricht, ist man nach wie vor dann an die Universität gebunden, wo man herkommt oder man kann zumindest dort bleiben. Und ich bin dann auch schon zu Berliner Zeiten, oder das mache ich bis heute eigentlich, mache ich meinen Studentenunterricht noch für die Universität Heidelberg. Und bin dann immer da hingefahren oder geflogen und habe dort meine Vorlesung gehalten und meine Studentenkurse und dann wurde mir der Titel dann 2007 verliehen, genau. Mittlerweile brauchst du schon eine relativ große Visitenkarte, weil nicht mehr alles aufpasst, ne? Professor Dr. Med. Markus Könscher. Ja. Und nach dem Markus kommt noch ein V. Das ist einfach nur, das ist kein von und hat nichts mit adligen Titel zu tun. Das ist einfach der Vorname von meinem Vater, den er mir da noch mitgegeben hat. Aber sehr viel mehr Titel passen nicht mehr rauf auf die Visitenkarte, ne? Da ist bald Schluss, ne? Ja, muss sich dann beschränken. Man muss ja auch nicht alles draufschreiben. Hast du noch mehr? Ich weiß, du bist sehr bescheiden. Ja, manche schreiben sich dann auch noch drauf Dr. Med. Habil. Das bedeutet dann eben, dass man nicht nur eine Doktorarbeit hat, sondern noch eine zweite. Das ist zum Beispiel, da kürzt man dann eigentlich schon wieder ein bisschen ab. Also theoretisch könnte man das noch in, was die akademischen Titel. Das ist bei dir also auch der Fall. Ja. Siehst du. Ist es so, dass Mediziner, die nach Berlin wechseln, automatisch entweder im UKB arbeiten oder in der Charité, weil das hier die angesagtesten Häuser sind, wo man eigentlich, das muss dann auch drinstehen in der Vita? Nicht zwingend. Also ich kenne auch viele, die in, also Ludwigshafen ist ja so eine Kaderschmiede, die haben sich ja dann in ganz Deutschland verteilt, da sind auch viele meiner, mit denen ich gemeinsam ausgebildet wurde, dann in anderen Städten Deutschlands Chefarzt geworden oder Oberarzt und ein paar sind auch in andere Kliniken in Berlin gegangen. Also ins Martin-Luther-Krankenhaus sind ein paar gegangen, andere sind ins Auguste-Victoria, ein paar allerdings auch ins UKB. Wenige an die Charité. An der Charité kenne ich eigentlich nur einen einzigen plastischen Chirurgen. An der Charité ist das ein bisschen unterrepräsentiert, die plastische Chirurgie. Da muss noch dran gearbeitet werden. Oder man macht eine Privatpraxis auf, wie du in Hohenneuendorf. Das geht ja auch. Ja, oder so. Dann passt ja die Verteilung. Es war schon mal ein Kollege von dir hier, Dr. Michael Lehnert, der ist ja auch Handchirurg. Ich weiß nicht, ob du den kennst aus Berlin. Den kenne ich. Ja. Genau, und du hast ja 2007 noch, also diese Qualifikation für die Handchirurgie, das ist eine Zusatzbereicherung irgendwie auch noch abgelegt. Da muss man ja extra noch mal ein bisschen sich an die Schulbank setzen und ein bisschen gucken, ne? Oder ist das mehr so ein praktischer Teil nur? Nein, das ist, also es gibt ja diese Facharzttitel, das sind die großen Fachärzte, da kann man Facharzt für Chirurgie sein, Facharzt für plastische Chirurgie, Facharzt für innere Medizin oder was auch immer. Das sind die großen Titel und dann gibt es in vielen Fachbereichen noch so sogenannte Zusatzbezeichnungen. Und dazu gehört die Handchirurgie, wenn man eine chirurgische Ausbildung hat. Also da ist es Voraussetzung, dass man als Basis entweder plastischer Chirurg ist oder Chirurg oder eben Orthopäde-Unfallchirurg. Und auf einen von diesen drei Fachärzten obendrauf kann man den Handchirurgen machen. Und der dauert dann nochmal 3 Jahre. Aber wenn man in einer Klinik ausgebildet wurde, die beides hat, also jetzt zum Beispiel plastische Chirurgie und Handchirurgie, dann dauert es nur 2 Jahre. Dann kann man 1 Jahr versenken, nennt man das. Mhm. Und dann ist es wie beim normalen Facharzt auch so am Ende der Zeit, bei der Ärztekammer dann nochmal eine Prüfung. 2009 hast du dann deine eigene Praxis eröffnet in Hohenneuendorf und da hast du dich also quasi der Schönheit gewidmet, ja? Weil du festgestellt hast, dass da ein großer Bedarf da ist oder weil das so ein bisschen Leidenschaft von dir war, Menschen zu verschönern? Ach, meine Leidenschaft war es schon immer. Also das ist jetzt etwas, was ich sehr gerne mache, was ich oft mache und was in den allermeisten Fällen auch dazu führt, dass die Patienten sehr zufrieden ist. Und das ist ja immer sehr befriedigend als Arzt, wenn man dann am Ende zufriedene, glückliche Patienten hat, denen es auch besser geht, weil sie sich einfach schöner finden. Und ich habe mit der Schönheitschirurgie im Prinzip schon angefangen als Oberarzt im Unfallkrankenhaus in Marzahn, weil mein damaliger Chef da nicht so ein Rieseninteresse dran hatte und das hat mich machen lassen und ausgebildet wurde ich darin ja schon in Ludwigshafen von meinen dortigen Oberärzten.
Und von dem Chef dort, der da auch viel gemacht hat. Und seitdem machen wir das zusätzlich in dieser Privatpraxis in Hohenneuendorf. Die ersten Jahre habe ich dann in einer Belegklinik operiert. Und mittlerweile ist das ja, was wir da in Hohenneuendorf haben, nicht nur noch eine Praxis, sondern eine richtige Privatklinik mit einer Zulassung vom Ministerium in Potsdam und mit zwei OPs und mit eigenen Betten, wo die Patienten dann auch in unsere Privatklinik direkt auch übernachten können. Das nehmen wir gleich mal im Detail auseinander. Was ich spannend finde, ist, als du damals deine Klinik eröffnet hast in Hohenneuendorf, hast du parallel noch in einem Krankenhaus gearbeitet als Chefarzt in der Abteilung plastische Handchirurgie. Das heißt, du musstest immer noch wechseln zwischen Hohenneuendorf und der Elisabeth-Klinik in Berlin, ja, hin und her? Ich war insgesamt 12 Jahre lang Chefarzt, also von 2010 bis Ende letzten Jahres habe ich diese Klinik quasi mit einem Oberarzt zusammen aufgebaut. Am Anfang waren wir da nur zu zweit, dann sind Assistenzärzte dazugekommen und am Ende der Zeit war es die größte plastische Chirurgie Berlins. Ja. Unfassbar. Es gibt ja vier Säulen der plastischen Chirurgie, also die rekonstruktive, die Dinge wiederherstellt, die ästhetische, da hast du dich jetzt drauf spezialisiert, ne? Dann gibt es die Handchirurgie, das machst du, glaube ich, auch noch ein bisschen mit, ne? Mhm. Und die Verbrennungschirurgie, das machst du nicht mehr. Nee, also für Verbrennungschirurgie brauchen wir ein großes Zentrum, brauchen wir eine große Klinik mit einer Intensivstation, mit entsprechenden Zimmern, die absolut clean und sauber sein müssen, mit Raumlufttechnik, die müssen hochheizbar sein bis 37 Grad, weil Schwerverbrannte stark auskühlen können. Und also das machen wir nicht mehr. Und ich, seitdem ich eigene Kinder habe, kann ich es auch nicht mehr so. Da waren ja auch oft verbrannte Kinder dabei. Ja. Das ist nicht so mein Ding gewesen. Also die kleinen Zwerge dann, das hat mich zu sehr an meine eigenen erinnert. Also ich habe das dann versucht zu vermeiden. Viele wissen das ja gar nicht, dass ein Kind durch eine heiße Tasse Kaffee, also sagen wir mal 30% seiner Körperoberfläche verbrennen kann. Ne? Das ist erstaunlich. Ja, durchaus. Das ist der Klassiker, dass die irgendwo rumlaufen und vom Tisch irgendwas auf sich ziehen. Also eine Tasse Kaffee, eine Kanne Kaffee, Tee, was auch immer. Und dann schütten die sich das über den Hals und über das Dekolleté meistens und dann, das sieht man ja auch ab und zu mal bei Kindern oder bei Jungen, auch teilweise noch bei Erwachsenen dann die verbliebenen Narben davon, ja. Heutzutage kann man das aber relativ gut hinkriegen, ne? Damals, also sagen wir vor 20, 30 Jahren war es noch schwieriger, ne? Also was sich deutlich verbessert hat, ist das Überleben nach einer schweren Verbrennung, also da sind die Quoten verbessert worden durch bessere Intensivmedizin, durch frühe Ernährung und so weiter, also alles, was man da zusätzlich machen kann. An der Qualität der Narben und an den Hautersatzverfahren, da wird immer noch gearbeitet. Da haben sich eigentlich im Wesentlichen in den letzten 20 Jahren nur geringe Fortschritte ergeben. Ich habe das gerade, weil ich es nicht weiß, das muss ich mal nachfragen, mitbekommen, als du es erzählt hast. Kann man als Kind an einer heißen Tasse Kaffee versterben, weil man sich so sehr verbrüht daran? Ist das möglich? Indirekt vielleicht. Also da entsteht ja eine große Wunde und das mit den 30%, was du da gesagt hast, ist durchaus möglich, weil so ein Zwerg hat ja nicht so viel Fläche und dann kann sich durchaus auch mal zu 30% verbrennen. An sich würde er dann aber nur versterben, wenn in der Wunde eine schwere Infektion entsteht, was aber durchaus sein kann, ja. Es gibt so ein interessantes Video auf deiner Internetseite von der Familie Neumann und da wird es mal genau erklärt, wie diese vier Säulen der plastischen Chirurgie eingreifen und wie das auf die ganze Familie verteilt sein kann, ne? Also angefangen von Problemen bei der Mutter, die Brustkrebs hatte, der Vater hat sie einen Finger abgesägt. Das Mädchen hat, das war glaube ich der heiße Kaffee und der Junge hatte abstehende Ohren. Ne? Also im Prinzip gibt es Einsatzbereiche für die komplette Bandbreite. Ja, absolut. Also das ist ja das, was so spannend ist an diesem Fach, diese Breite und dass es so viel zu tun gibt. Und letztendlich ist es dann aber so, dass man sich in irgendeine dieser Richtungen auch so ein bisschen mehr spezialisiert, weil für den Patienten sind Fachidioten immer das Allerbeste. Wenn man von irgendeinem Thema besonders viel versteht, ist das immer das Beste für den Patienten, weil man das dann eben sehr häufig und regelhaft macht. Okay, also mit anderen Worten, der Professor Dr. Med. Markus Günscher ist ein Fachidiot. Ja, offenbar. Weil du bist sehr gut auf deinem Gebiet. Ja, irgendwo bin ich ein Fachidiot, ja. Jetzt frage ich mal an der Stelle, wo liegen denn deine Defizite, wenn du das alles so gut kannst? Irgendwo musst du ja dann auch Defizite haben. Handwerker bist du, hast du gesagt, früher wärst du Tischler geworden. Hast du Defizite oder? Ja, absolut, das soll ich beim Radio gar nicht sagen. Aber ich glaube, auf der musikalischen Schiene, da geht bei mir leider gar nichts. Das heißt, also, wir werden dich heute nicht singen hören? Nein, besser nicht. Und ich kann auch leider, das hat mich ein bisschen geärgert, dann kein Instrument spielen. Das ist so ich habe mich in meiner Kindheit, Jugend eigentlich nur für Sport interessiert. Und meine Eltern haben da auch nicht drauf geachtet, dass ich jetzt zum Beispiel Gitarre oder Flöte oder irgendwas, Klavier lerne. Das fehlt leider, ja. Aber Sie haben sich einen Arzt gewünscht in der Familie, jetzt haben Sie einen Arzt. Ist doch schön, ne? Ja, das heißt ja. Markus, lass uns über Schönheit reden. Was sind denn die häufigsten Gründe für so eine Schönheits-OP, die Leute bei dir machen lassen wollen? Weil sie anders aussehen wollen? Weil sie ihre Optik verschleiern müssen? Weil sie vielleicht gesucht werden von jemandem?
oder weil sie einfach den Schönheitsidealen heutzutage entsprechen wollen? Eher Letzteres, also dass sich irgendeiner verstecken muss und komplett sich um, das gibt es nur bei James Bond, glaube ich. Noch nicht bei dir, nee. War noch keiner da, der gesagt hat, ich möchte anders aussehen, Herr Kitchen, bitte. Nee, das hatte ich noch nie, zum Glück. Müsste man auch eigentlich ablehnen, weil es echt schwierig ist, das so zu verändern, dass das gar nicht mehr erkennbar ist. Und das, nein, das sollte man lieber bleiben lassen. Schönheitsidealen folgen bedingt schon, aber die meisten, die zu uns kommen, die haben auch ein echtes Problem. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt jemand kommt mit einer schönen Brust beispielsweise, die noch schöner werden soll. Also jetzt ist, das sind schon meistens eher junge Frauen, die kommen eben und bei denen ist in der Pubertät gar keine Brust gewachsen. Oder die haben schon Kinder und haben gestillt zwei, drei Mal mit zwei, drei Schwangerschaften und danach ist die Brust, besteht nur noch aus leeren Hautsäcken und dann müssen wir das wieder reparieren. Oder dann, was dann als nächstes kommt bei Männern, genauso wie bei Frauen, sind die sogenannten Schlupflider, dass man so Hängelider bekommt und die Haut an den Wimpern anstößt und sich dann in den Umschlagsfalten da oben auch das immer entzündet, dass man die Lider straffen muss. Habe ich bei mir selbst auch machen lassen vor einem reichlichen Jahr, da hat meine Frau mir die Oberlider gestrafft. Also, deshalb siehst du so gut aus. Na, jünger vielleicht. Ne? Gut und jung. Ja, danke. Aber du auch, Jens. Also. Ich habe bei mir ehrlich noch nichts machen lassen, aber ich frage natürlich nachher mal, was aus deiner Sicht, und das ist natürlich der Blick, den man, wenn man einem Schönheitschirurgen gegenüber sitzt, was der sofort sagt, also bei dir würde ich mal Falten wegmachen, Lachfalten wegmachen, keine Ahnung. Ja, das ist in der Tat eine blöde Berufsangewohnheit. Also manchmal sitze ich im Café und schaue mir einfach nur Leute an. Ich sage denen natürlich dann nicht, sie bräuchten das oder das, aber man scannt die so durch und denkt, ja, okay, das könnte man verbessern. Aber bei dir gibt's nichts groß. Sagst du das ja nur, weil wir uns kennen? Nichts groß heißt ja, man könnte was machen, ne? Naja, die Oberlider. Die Oberlider sind immer, ne? Die kommen, die gehen immer und die braucht man auch ab einem gewissen Alter, denken, oder viele brauchen das, ne? Ab wann? Ah, das geht so ab Ende 30 los, aber das ist auch sehr familiär veranlagt. Manche haben das schon fast mit Ende 30 und bei anderen kommt es gar nicht. Aber das ist so unsere häufigste Einzeloperation, die Oberlidstraffung, weil das machen wir manchmal jede Woche 5-6 Mal. Wenn wir gerade dabei sind, schmerzhaft? Klar. Langwierig? Beides nicht. Also es gibt nur eine kleine Spritze, die so seitlich im Oberlid eingesetzt wird und dann noch eine etwas weiter innen. Das drückt und brennt leicht und danach ist es im Prinzip vergessen. Die meisten sagen, es ist weniger schlimm, als zum Zahnarzt zu gehen. Dauert eine Stunde, danach sind die Leute noch eine Stunde bei uns zum Kühlen. Dann gucken wir nochmal, ob alles okay ist und dann müssen sie abgeholt werden, dürfen nicht selber Auto fahren oder am Straßenverkehr teilnehmen nach einer Lidstraffung. Ja, nach einer Woche kommen sie wieder, dann werden die Fäden schon gezogen und nach circa 2 Wochen sieht man mit ein bisschen Lidschatten oder mit ein bisschen Abdeckstift schon nicht mehr viel. Das heißt, in den 2 Wochen ist man dann zu Hause und trägt eine Sonnenbrille, ja? Oder kann man damit auch in die Öffentlichkeit gehen? Na, ich habe weitergearbeitet, aber mich hat es auch nicht gestört, wenn die Leute wussten, dass ich mir die Lider straffen lassen. Also das war mir egal. Wenn man nicht möchte, dass die Umwelt was mitbekommt, sollte man sich 2 Wochen nehmen, ja. Es ist ja so, dass viele heutzutage sagen, ich habe nichts machen lassen, haben aber etwas machen lassen, weil offensichtlich scheint es ja so ein bisschen sich wie ein Makel anzufühlen, wenn man sagt, ich habe bei mir ein bisschen nachgeholfen. Ich finde das persönlich überhaupt nicht schlimm. Wenn man der Meinung ist, man fühlt sich dann wohler, wenn man etwas gemacht hat, sollte man es tun für sich persönlich. Oder sehe ich das falsch? Absolut. Man sollte sich natürlich beraten lassen bei den entsprechenden Fachleuten und schauen, ob das, was man will, auch realistisch ist. Also manchmal haben ja Patienten unrealistische Vorstellungen. Aber wenn das realistisch ist, dann kann man das machen. Immer noch vorausgesetzt, bestehen keine Vorerkrankungen, die dagegen sprechen. Aber dann, ja, klar. Das ist immer der erste Check-up. Ja? Wenn jemand kommt und sagt, mein Kinn gefällt mir nicht und zwar schon seit Jahrzehnten und ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich es mir A leisten kann und B, möchte jetzt was für mich tun, dann gibt es erstmal die Voruntersuchung. Ja, das steht dann immer gleich in der zweiten Zeile in meiner elektronischen Akte. In der ersten Zeile steht, was möchte der Patient, weshalb ist er gekommen? Und in der zweiten Zeile ist dann die Frage, haben Sie Vorerkrankungen, nehmen Sie irgendwelche Medikamente, die vielleicht gegen Operationen sprechen würden? Solche Dinge, ja. Und du überprüfst natürlich, ob das tatsächlich auch psychische Probleme mit sich bringt, ne? Weil Leute tatsächlich ja darunter leiden, dass sie eine zu große Nase haben, meinetwegen. Oder zu kleine Brüste oder zu dicke Bäuche oder was auch immer, ne? Ja, das gehört ja zu unserer Ausbildung. Also wenn wir plastische Chirurgen werden, lernen wir das während unserer Ausbildung, dass wir erkennen sollen oder erkennen können, ob ein Patient jetzt aufgrund eines körperlichen Leidens psychische Probleme hat oder ob er primär eine psychische Erkrankung hat.
Das sind zwei ganz wesentliche Unterschiede. Man muss, wenn jemand primär eine psychische Erkrankung hat, zum Beispiel ein Borderline-Syndrom oder irgendwas, dann muss er zum Psychiater oder Psychologen, da muss das zuerst repariert werden. Aber wenn nur, sagen wir so, ein gewisses gestörtes Selbstwertgefühl daraus entsteht, weil jetzt keine Brust vorhanden ist bei einer Frau beispielsweise und man damit mit einer Brustvergrößerung im Prinzip das Problem schon lösen könnte, dann müssen wir jetzt nicht jedem Patienten erklären, dass er jetzt noch eine Psychotherapie benötigt, das wäre übertrieben. Also deshalb haben wir auch gehört das zur Ausbildung der plastischen Chirurgen, genau da jetzt einzuschätzen, der muss nochmal woanders hin oder der eben nicht. So ein bisschen bist du auch Psychologe. Ein bisschen, ja. Aber mehr in der Diagnostik, weniger in der Therapie. Also wir haben jetzt bei uns keine Therapieplätze, wo wir dann Gesprächstherapien oder sowas anbieten. Mhm. Nun gibt es ja Menschen, die zum Beispiel aus deiner Sicht vielleicht auch gar keine Schönheitsbehandlung benötigen, weil du sagst, guck doch mal. Das ist doch alles in Ordnung. Passiert das auch, dass du Leute wieder wegschickst, die sagen, sie möchten gerne irgendwas gemacht haben? Du sagst, würde ich nicht empfehlen, weil es nicht notwendig ist? Ja, ja. Also mehrfach jede Woche. Also jede Woche schicke ich mehrfach Leute. Ich sage da nicht, sie sind wunderschön, sie brauchen das nicht. Oder das ist etwas, was man nicht wesentlich verbessern kann. Sowas muss man natürlich auch sagen. Also entweder das eine oder das andere. Was wäre das, was man nicht wesentlich verbessern kann? Es gibt zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine schon voroperierte Nase hat, die ganz gut geworden ist und die Patienten dann kommen und sagen, hier, schauen Sie mal, hier Helene Fischers Nase, die ist noch schöner und ich hätte die gern. Und dann, oder überhaupt eine natürliche Nase haben, die noch gar nicht voroperiert ist und jetzt sagen, hier, ich möchte Helene Fischers Nase. Dann passt das in manche Gesichter einfach nicht. Und dann muss man sagen, okay, ihre Nase, sind sie froh, dass sie so ist, wie sie ist, weil sie passt in ihr Gesicht, sie zieht sich zurück und eine Nase soll einfach nur nicht auffallen, sondern das Gesicht wird einfach durch den Augenausdruck, den Mund und so weiter wird repräsentiert und dann sieht es schön aus. Aber die Nase muss nicht unbedingt einem Schönheitsideal folgen, solange sie jetzt nicht überproportional auffällig ist. Und sowas muss man zum Beispiel die Leute dann darauf hinweisen, dass das eben nicht geht. Genauso wie es oft nicht geht, dass Leute kommen, die übergewichtig sind, im Prinzip zu viel Fettgewebe haben am Körper, im Bauch beispielsweise und dann eine Fettabsaugung wollen. Und dann muss man denen auch ganz ehrlich sagen, wissen Sie, wenn ich Ihnen jetzt da nur das Fett absauge, haben Sie danach eine Fettschürze oder eine Hautschürze, die dann noch hängt. Und das sieht auch nicht viel schöner aus. Also entweder machen wir eine Kombination aus einer Fettabsaugung und einer Bauchdeckenstraffung oder wir lassen es lieber bleiben, weil dann wird es nicht schöner. Und das sind eben auch so Sachen, wo Leute manchmal denken, sie können mit einer kleineren Therapie ein großes Problem lösen. Dann muss man die auch ganz ehrlich beraten, dass das so dann nicht geht. Und Funktionalität geht bei euch immer vor Ästhetik, oder? Absolut, ja. Absolut. Ja. Also wenn Dinge danach nicht mehr funktionieren, wenn man eine, sagen wir mal, etwas größere Nase hat, aber gut Luft dadurch kriegt, und er möchte eine kleinere Nase haben, kann es ja auch sein, dass man da schlechter atmen kann durch, oder? Ja, das ist ein ganz, das hat sich historisch in den letzten 30, 40 Jahren extrem verändert. Also vor 30, 40 Jahren haben die plastischen Chirurgen zu ihren Patienten noch gesagt, sind sie froh, dass sie eine schöne Nase haben und beschweren sie sich nicht darüber, dass sie dadurch keine Luft mehr bekommen. Also geht natürlich heutzutage überhaupt nicht mehr, ist absolut undenkbar. Und deshalb ist auch jede Nasenoperation, das heißt ja Rhinoplastik, immer ästhetisch und funktionell. Selbst wenn man ästhetisch etwas verbessert, muss man aufpassen, dass man da in der Nase auch Dinge verändert, die dazu führen, dass die Funktion erhalten bleibt. Also man kann sie nicht nur kleiner, schmaler machen, sondern man muss auch innerlich Dinge verändern, die dann wieder zu der kleineren Nase passen, dass die Leute nach wie vor gut Luft bekommen oder vielleicht sogar besser Luft bekommen als vorher. Es gibt ja Leute, die haben an der Nasen-OP vorgenommen und haben danach große Probleme, weil sie keine Luft mehr kriegen oder schlechter als vorher. Ja, absolut. Dann ist dann irgendwas schiefgelaufen oder sind das Dinge, die einfach passieren können? Also man muss immer unterscheiden zwischen Komplikationen, die es immer geben kann. Es kann mal einfach stärker einbluten und bildet sich an irgendeiner Stelle eine dicke Narbe, die dann zu einer Funktionsveränderung führt. Oder um die Funktion zu verbessern in der Nasenchirurgie, werden so kleine Knorpeltransplantate eingeschlagen und dann vernäht. Und dann können sich auch die Nähte mal lockern und diese Knorpeltransplantate können sich wieder verschieben. Dann ist es eher eine Komplikation, die jetzt, wo man nicht sagen kann, da ist irgendwie ein Fehler passiert, sondern da muss man halt die Komplikation wieder reparieren. Aber manche gehen auch mit dem falschen Konzept dran und dann ist es eher ein Fehler, ja. Bei einer Brustoperation muss man danach wahrscheinlich nach ein paar Jahren auch mal wieder eingreifen. Das heißt, die Implantate müssen ja auch nochmal gewechselt werden oder bleiben die jetzt mittlerweile auch ein Leben lang drin?
Also viele Hersteller von Brustimplantaten geben mittlerweile eine sogenannte lebenslange Produktaustauschgarantie. Das heißt, wenn wirklich mal noch eins kaputt geht, bekommen sie vom Hersteller dann das neue Implantat kostenlos. Also die allermeisten Brustimplantate werden lebenslang funktionieren. Aber es gibt trotzdem eine gewisse Materialermüdung und die verlieren auch ein bisschen so an Festigkeit und Fülle, diese Implantate. Also ich empfehle meinen Patienten immer, dass sie dann, wenn 10 Jahre die Implantate liegen, dass sie dann wenigstens alle 2 Jahre mal schauen lassen, ob das noch intakt ist. Und die aktuell auf dem Markt sind, da sehe ich keine Probleme. In der Vergangenheit gab es mal einen unseriösen Hersteller, der hat Silikonimplantate mit Baumarktsilikon gefüllt. Also das war der sogenannte PIP-Skandal. Den Namen kann man, glaube ich, sagen, weil diese Firma musste natürlich dann zumachen danach. Und da haben wir in den Jahren danach dann viele Implantate wieder ausgebaut. Das haben aber zum Glück in Deutschland auch dann teilweise oder überwiegend die Krankenkassen bezahlt. Davor ist er nie gefallen. Das war eine Firma aus Frankreich, die da im Endeffekt korrupt war. Und dann gab es noch eine amerikanische Firma, die Implantate hergestellt hat, eigentlich mit einer guten Idee. Die haben die Oberfläche so extrem rau gemacht, dass die Implantate im Gewebe relativ fest eingewachsen sind und sich wenig verschoben haben und dadurch konnten sich wenig dann bewegen. Nach der OP war aber diese Herstellungsmethode der Implantatoberfläche so ungünstig, dass die Hülle dadurch instabiler wurde und die sind bis heute fast alle kaputt gegangen. Also die muss man dann eben austauschen, weil das Implantat kaputt ist. Die haben aber ein gutes Gel innen drin, was jetzt per se nicht gefährlich ist für den Patienten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit Eigenfett die Brust zum Beispiel aufzupolstern, ne? Ja, das kann man auch machen. Das ist jetzt seltener möglich, als man denkt, weil ja die meisten Frauen, die sehr kleine Brüste haben, auch so schlank sind, dass sie oft an anderen Stellen gar nicht die Möglichkeit haben, dass man so wesentlich Fett absaugt, dass man das dann mit Eigenfett auffüllen kann. Es bietet sich aber besonders eben für Frauen an, die an anderer Stelle Fett hergeben können. Das, wo wir das nicht selten machen, sind diese Fälle mit extremem Gewichtsverlust. Also wenn jetzt eine Frau nach einem Magenband oder nach einer Magenverkleinerung 30, 40 oder sogar 50 Kilo Gewicht verloren hat, dann hängen in aller Regel irgendwo Hautfettgewebsfalten, die gestrafft werden müssen. Und dann nutzen wir das nicht selten und saugen diese Falten, die wir sowieso dann später chirurgisch wegschneiden, da saugen wir das Fett raus, sammeln das Fett und spritzen das in die Brust ein. Und dann hatten wir so eine Kombination aus einer Straffungsoperation an einer Stelle, zum Beispiel einer Bauchdeckenstraffung, und das da abgesaugte Fett, bevor wir die Haut da wegnehmen, das bringen wir in die Brüste zurück. Und ich erinnere mich an eine aus den letzten Jahren, die hatte eine Bauchdeckenstraffung, eine Oberschenkelstraffung und eine Oberarmstraffung. Und dann haben wir jedes Mal im Prinzip aus der Region, wo wir das dann später weggeschnitten haben, das Fett gewonnen und haben ja auch dreimal da in die Brust das infiltriert. Und dann ist die Brust dann in 3 Sitzungen auch deutlich größer geworden. Aber dann muss man immer dazu sagen, dieses Eigenfett auffüllen bedeutet immer mehr als eine OP. Also nach einer OP ist der Effekt noch sehr gering und das in der Regel sind es 3 Sitzungen. Also du wirst schon Kissen empfehlen, ja? Also manche Patientinnen wollen partout kein Fremdgewebe, also kein Implantat, aber dann Eigenfett. Aber ansonsten spricht überhaupt nichts gegen Silikonimplantate. Ich habe das in meinem Freundes- und Familienkreis auch schon mehrfach gemacht. Also siehst du dann eigentlich, wenn du Brüste siehst, sofort auf Anhieb, die sind gemacht und die sind natürlich? Oder gibt es da Übergänge, die fließend sind, wo du denkst, das könnte eine künstlich hergestellte sein, die aber von Natur aus so schön ist? Ja, das ist ja immer Schönheit ist ja immer das Schönste ist ja die schöne Natur. Und das ist auch immer so mein Bestreben, es möglichst so zu machen, dass man drüber nachdenkt, ist das jetzt natürlich so schön oder ist das chirurgisch verbessert? Und da gibt's, wenn ich jetzt mal durch meine Patienten durchgucke, wenn die es nicht übertreiben in der Implantatgröße, und das ist ja im Endeffekt dann meistens die Entscheidung der Patienten selbst, sondern nicht zu große Implantate nehmen, dann gibt es etliche Ergebnisse, würde sagen, mindestens 60-70% aller Ergebnisse, wo man das nicht auf den ersten Blick sieht. Und das ist ja dann das, was ich als absolut schön empfinde. Wenn es nicht zu groß ist und man einfach drüber nachdenkt, ups, ist das jetzt gemacht oder hat die einfach nur wunderschöne Brüste? Verstehe. Und du siehst ja in deinem Klinikalltag auch eine Menge. Und im Prinzip findet man ja bei jedem etwas, das man ab einem bestimmten Alter machen könnte. Siehst du eigentlich das natürliche Altern mit all seinen Facetten als einen Makel an? Überhaupt nicht. Also Leute, die natürlich altern, da habe ich absolut Respekt vor. Und das ist ja auch so ein großes Nord-Süd-Gefälle. Also viele Hamburger zum Beispiel, die altern mit Würde. Es gibt in Hamburg auch
deutlich weniger plastische Chirurgen als zum Beispiel in München. Also das ist in Deutschland auch ein deutlicher Unterschied zwischen diesen beiden Städten. Und Berlin ist eben so mittendrin. Es gibt auch so ein paar Berliner, die sagen, oh, ich bin so, wie ich bin und alles ist schön. Und das ist aber total okay. Also das ist, wir wollen ja auch keinen davon überzeugen, dass er irgendwas machen soll, sondern wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir plastischen Chirurgen, wir machen eine Bedarfsdeckung. Also wir decken den Bedarf, der ohnehin da ist, bei Leuten, die dann Leidensdruck haben. Wir wollen jetzt aber keine übertriebene Bedarfsweckung machen, dass wir jetzt deshalb werben wir ja zum Beispiel auch nicht mit Vorher-Nachher-Bildern oder so. Nun gibt es aber auch das andere Extrem. Es gibt Frauen, die lassen sich ihre Brüste verkleinern. Ja, durchaus, durchaus. Weil sie einfach mal Rückenschmerzen haben und große Probleme durch die großen Brüste. Das ist ein bisschen trauriges Thema in den letzten Jahren geworden, in den letzten 10 Jahren, dass diese Operationen leider so gut wie gar nicht mehr von den Krankenkassen bezahlt werden. Das ist ja eigentlich eine medizinische Notwendigkeit, eine zu große Brust verkleinern und die Krankenkassen bezahlen das jetzt eigentlich nur noch bei ansonsten schlanken Frauen, die wirklich riesen Brüste haben. Also das müssen schon fast 2 Handbälle sein oder sowas. Oder bei anderen habe ich es in den letzten Jahren ganz oft erlebt, dass es abgelehnt wurde. Die ziehen sich dann oft darauf zurück, ja, die Frau ist ja übergewichtig, die soll erstmal Gewicht abnehmen und dann soll sie es nochmal neu beantragen bei der Krankenkasse. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast auf jeder Seite da noch ein Kilo zu viel hängen, 2 Kilo und sollst dann Sport machen. Oder die Laufsportarten können die vergessen, das tut total weh, wenn die dann versuchen zu joggen oder werden ja auch teilweise dann gehänselt, wenn sie mit so großen Brüsten dann über die Straßen joggen. Also das ist eigentlich leider ein unschöner Trend. Wir machen es natürlich nach wie vor sehr häufig, aber die Leute müssen es zunehmend selbst bezahlen. Mhm. Privatpraxis heißt ja auch privatärztliche Leistung, das muss bei dir alles bezahlt werden. Das heißt, kassenärztliche Leistungen werden bei dir überhaupt nicht gemacht. Kann man mittlerweile auch nicht mehr so sagen, weil wir durch diesen Privatklinikstatus jetzt in gar nicht so seltenen Fällen jetzt schon Kostenübernahmeerklärungen von gesetzlichen Krankenkassen bekommen haben, die wir dann teilweise bei uns operieren können. Und ich habe ja auch noch einen Kooperationsvertrag mit einem Berliner Klinikum, was jetzt auch Kassenpatienten behandeln darf. Und da haben wir einen OP-Tag pro Woche. Also wie jede Woche an einem Tag operieren wir in einem anderen Krankenhaus, wo wir dann OPs durchführen, die von den Krankenkassen finanziert werden. Hm. Kamen denn schon Patientinnen zu dir, die gesagt haben, ich möchte gerne Pornodarstellerin werden und ich brauche dafür größere Brüste und alles Mögliche, damit das auf der Leinwand gut aussieht? Nee, so nicht. In dem Sinne nicht. Also ich weiß von der einen oder anderen, dass sie im Pornogeschäft tätig ist, aber diese, die mir jetzt einfallen, die wollten gar nicht so übertrieben große Brüste. Und es gibt auch einige, die in der Prostitution arbeiten, aber da weiß ich oft nicht, welche. Also es sind nur immer wieder welche da und sagen, ja, wissen Sie eigentlich, dass Sie so einen guten Ruf haben unter den Berliner Prostituierten? Da sage ich, jein. Also ich weiß nie genau, wer das dann ist. Die haben dann offenbar als Berufsbezeichnung, schreiben die das dann nicht rein in ihren Aufklärern. Da schreiben sie eine Tänzerin oder deshalb. Und da frage ich auch nicht nach. Das ist dann indiskret. Das muss ich jetzt auch nicht im Detail wissen. Patientengeheimnis. Nun gab es ja schon einige Frauen, die an Brustvergrößerung gestorben sind. Lolo Ferrari war, glaube ich, die erste. Ne? Vor kurzem ist eine 34-jährige Instagram-Model gestorben, die Christina Gurcani mit 34. Dann dieses argentinische Model, die sich nicht mal die Brüste vergrößern lassen wollte, sondern sich den Hintern straffen lassen wollte, ist an einer Lungenembolie gestorben. Also es gibt auch immer mal Komplikationen, die zum Tod führen bei solchen Sachen. Aber selten. Ganz selten. Also bei uns zum Glück noch nie, aber an der Brustvergrößerung sowieso nicht. Das verstehe ich nicht. Also das ist, weiß nicht, was da passiert ist. Aber es kann ja immer mal irgendeine Narkose-Komplikation geben oder was jetzt nicht direkt mit der Operation zu tun hat. Das, was du meinst mit diesem Hintern, das ist wiederum was man wissen muss. Also das ist das sogenannte Brazilian Butt Lift. Also das ist im Prinzip auch eine Aufspritzung mit Eigenfett. Mhm. Kann man kombinieren mit einer Gesäßstraffung. Viele machen es aber auch nur so. Da wird so ähnlich wie bei der Brustvergrößerung mit Eigenfett, wird Fett abgesaugt und wird dann in dem Bereich des Gesäßfettgewebes und der Gesäßmuskulatur wieder eingespritzt. Und diese Region, diese Empfängerregion im Gesäßbereich hat aber eine Eigenart. Da gibt es extrem große Venen, also extrem große Blutgefäße, die zum Herzen hinführen. Und wenn man dann das Fettgewebe aus Versehen, das macht ja keiner absichtlich, in diese Venen einbringt und dann schwimmt das Fettgewebe im Blutstrom mit zum Herzen und von dort in die Lunge, dann kann das in der Tat eine schwere Lungenembolie auslösen. Und das ist der Grund dafür, dass ich persönlich dieses Brazilian Buttlift ablehne und selbst nicht durchführe und auch noch nie gemacht habe. Mhm.
Das ist quasi eine Schönheitsoperation, aber das ist die Schönheitsoperation mit der größten Sterblichkeit weltweit. Also wenn man über irgendeine Schönheitsoperation spricht, die gefährlich ist, dann ist es dieses Brazilian Butt Lift, und deshalb habe ich das auch schon ganz oft abgelehnt. Weil du sagst, wie passiert es dir auch, dass du ab und zu mal Patienten ablehnst, also eigentlich jede Woche, und wenn sie dieses Thema ansprechen, immer. Also das mache ich gar nicht. Also Kim Kardashian hat das ja machen lassen. Glaube ich sogar mehrfach, ne? Ja, bei mir nicht. Nee, bei dir nicht. Du hättest es ja auch abgelehnt. Oder hättest du die Kardashian in dem Fall operiert? Nicht am Po. Also nicht mit dem Wunsch. Ne? Ja. Ich kann diesen Wunsch auch nicht nachvollziehen. Ich meine, wenn man einen sportlichen Knack im Po hat, dann muss man den auch nicht auf 2 Meter aufpusten, weißt du. Das ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar, aber es ist reine Geschmackssache, ne? Ja, ja, also mir gefällt das auch nicht, auch persönlich nicht. Aber das ist wirklich, also das ist, deshalb kann man ja auch nicht von einem Schönheitsideal reden, sondern es gibt ja verschiedene Schönheitsideale. Und da muss man auch nicht jedem folgen. Gibt es so eine Top 3 der meistgemachten Operationen bei dir in der Klinik? Ja, Oberlidstraffung, Brustvergrößerung, Bauchdeckenstraffung. So was man so heutzutage so als das Mommy-Makeover bezeichnet, wenn eine Frau Kinder bekommen hat, ist es ja im Prinzip eine Korrektur des Bauches und eine Korrektur der Brust nicht selten. Das ist eben sehr häufig. Ob das dann nur eine Brustvergrößerung ist, nur mit Implantat, oder ob die Haut zusätzlich gestrafft werden muss, das muss dann immer von Fall zu Fall entschieden werden. Ja, und die Oberlidstraffung, das ist, haben wir ja schon drüber gesprochen, also das Allerhäufigste. Machst du Haartransplantationen auch? Ja, ja. Haartransplantation ist durchaus ein Thema. Das ist jetzt ja auch immer populärer geworden bei den Männern. Ist ein sehr langer Eingriff. Voraussetzung ist, dass im Hinterkopfbereich noch ausreichend Haare vorhanden sind. Also man muss im Prinzip wissen, dass keine Haare neu dazukommen, sondern man kann im Prinzip nur das vorhandene Haar umverteilen. Und wenn im Bereich des Hinterkopfes noch ausreichend Haar vorhanden ist, dann kann man das von nach vorne in die Haarlinie bringen. Allerdings als Einzelhaartransplantation. Das heißt, man geht wirklich her mit einer Lupenbrillenvergrößerung, mit einem kleinen Bohrer und bohrt am Hinterkopf einzelne Haarwurzeln aus, und die werden dann vorn wieder eingesetzt. In diesen kleinen Bohrzylindern sind dann immer 1 bis 3 Haare, also optimalerweise 1, manchmal auch 2 oder 3. Und dann werden immer vorne in der ersten Linie werden die Haare eingesetzt, wo nur eine Haarwurzel drin ist, und dann weiter hinten zur Verdichtung dann die mit 2 und dann noch weiter hinten die mit 3 Haaren. Du kriegst aus einer Vollglatze wieder einen vollen Haarschopf, wenn an der Seite im Kranz genug Haare da sind? Na, bei den Vollglatzen ist es leider oft so, dass auch im Kranz nicht mehr genug da ist. Aber wenn das so tiefere Geheimratsecken sind oder so, es gibt ja diese Haarverluststufe 1 bis 7, also sagen wir so 1 bis 3 oder 4 funktioniert noch ganz gut, und wenn dann fast nichts mehr da ist, ist schwierig. Also bei mir würde es noch gehen? Bei dir würde es noch gehen, ja. Gut. Gut zu wissen. Wir reden gleich mal im Detail über Schmerzen und Co., weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt dabei. Weil ich meine, Frauen, die sagen, ich habe 2 Kinder bekommen und es ist nicht mehr so schön, wie es vorher war, und Professor Künscher macht mich wieder so schön wie früher. Aber es ist ja natürlich auch mit Aufwand und mit Schmerzen verbunden. Ne? Das tut ja auch ein bisschen weh, muss man an der Stelle auch mal sagen. Ne? Ja, absolut. Also man muss, also es gibt so Eingriffe, die tun nicht so wahnsinnig weh. Das ist alles, wo man sich nur in Haut und Fettgewebe bewegt. Also eine Lidstraffung tut nicht wahnsinnig weh, eine Fettabsaugung tut nicht wahnsinnig weh. Sobald es dann mehr in die Tiefe geht, an die Muskelfaszien und an die Muskulatur selbst, wie bei einer Brustvergrößerung beispielsweise oder auch bei einer Bauchdeckenstraffung, werden die Schmerzen dann schon ein bisschen stärker. Und es ist ja, das Schmerzempfinden ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Also die normale deutsche Frau, die ist eigentlich nach spätestens 2 Wochen immer wieder super fit. Die mediterranen Typen, die sind ein bisschen schmerzempfindlicher, bei denen dauert es oft ein bisschen länger. Aber ich habe auch viele Frauen aus Polen, die sind noch härter als die Deutschen, bei denen die sind meistens noch schneller wieder fit. Also das ist so ein bisschen unterschiedlich. Oder auch die Frauen, die schon mal Kinder gehabt haben, da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass die in der Regel weniger unter den Schmerzen leiden, als die, für die jetzt die Brust-OP zum Beispiel der allererste Eingriff in ihren Körper überhaupt ist. Also wir Männer können weniger ab, ja, unterm Strich? Die Männer haben ja nicht so diesen riesen Bedarf nach den ästhetischen Operationen. Also es sind natürlich immer zunehmend Männer, aber es sind nach wie vor nur so in etwa 20% aller OPs bei Männern. Ich würde auch nicht bestätigen, dass die Männer empfindlicher sind. Nee, eigentlich nicht. Aber wir Männer neigen dazu, vor dem Spiegel zu stehen, uns an den Bauch zu packen und sagen, passt schon, ne? Ja, das stimmt. Den Männern ist es auch nicht so schlimm, wenn der Gürtel mal schneller weiter offen getragen werden muss, oder wenn, aber Frauen sind da schon noch ein bisschen eitler. Wobei es auch sehr eitle Männer gibt mittlerweile. Bist du mit dir selbst auch kritisch? Ja. Also ich mag das auch nicht, wenn die Jeansgröße sich verändert von 32 auf 33 oder so. Das hat es schon gegeben in den letzten 10 Jahren.
Aber ich mache auch sehr viel Sport. Also ich habe jetzt bis vor 2 Jahren habe ich Fußball gespielt, noch im Verein und auch mit Wettkämpfen in der Liga. Und jetzt durch Corona, dann konnten wir nicht mehr trainieren und dann ist Fußball ohne Kontakt sollten wir, dann war das alles irgendwie schwierig. Dann in der Zeit habe ich angefangen, Tennis zu spielen. Und da bin ich mittlerweile auch an eine Mannschaft angebunden, wo wir dann auch so Verbandsspiele haben und so Wettkämpfe. Mhm. Und spiele mindestens 2-mal die Woche, manchmal 3-mal die Woche. Also du bist einer der fittesten Professoren, die ich kenne. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Finde ich aber auch wichtig. Also ja. wenn man dann teilweise 6, 8 oder 10 Stunden im OP steht, dann merkt man das am Ende des Tages. Und das fällt einem leichter, wenn man insgesamt körperlich auch fit ist. Das wollte ich gerade sagen. Ich meine, das kommt ja auch dazu. Am OP-Tisch zu stehen, ist ja im Prinzip eine Art sportliche Betätigung. Ne? Du stehst ja da und du bewegst die Hände und du gehst mal in die Kniebeuge und hebst was auf. Und sonst ist das ja wahrscheinlich auch so ein bisschen sportliche Betätigung. Es ist Sport, aber es ist vor allem auch so ein Konzentrationstraining. Man muss ja immer hellwach bleiben, einem dürfen da keine Fehler passieren. Und man ist ja immer angespannt und, glaube ich, hat einen leicht erhöhten Adrenalinspiegel. Und wenn das dann mal abfällt am Ende des Tages, dann ist man schon so ein bisschen erschöpft. Ja. Hast du dich schon mal gewogen vor einer OP und danach, wie viel man da verliert an Gewicht? Weil ich könnte mir das vorstellen. Mit Sicherheit ist da was weg danach, aber das ist eine gute Idee. Das sollte ich mal machen. Habe ich noch nicht gemacht. Ne? Aber das kann schon, wenn man auch ein bisschen schwitzt dabei, das kann schon auch mal um 1,5-2 Kilo gehen, könnte ich mir vorstellen. Ja. Das ist krass. Welches Prozedere ihr immer durchleben bis vor so einer OP? Pilot steigt in seine Maschine ein, dann haben die Checklist. Weißt du, da steht drauf, was du alles machen musst, Triebwerke prüfen, Fahrwerk und so weiter. Du hast das ja im Prinzip auch. Eure Reinigung im Vorfeld einer Operation dauert ja, weiß ich nicht, eine Viertelstunde ungefähr, bevor du klinisch rein bist, ne? Na, bevor das ganze Setup klinisch rein ist. Man selber wäscht sich ja dann mit so einer chirurgischen Seife und dann dauert die chirurgische Händedesinfektion, so wie das heißt, da Hände und Unterarme werden da ja desinfiziert, das dauert so etwa 5 Minuten. Aber der Patient muss ja auch noch abgewaschen werden und dann muss das alles steril abgedeckt werden und da hast du dann schon recht, es ist mir so dann etwa bei der Viertelstunde, bevor es überhaupt erstmal losgeht. Ja. Wie lange dauert so eine Operation? Also beginnt bei diesen kleinen OPs, wie bei diesen Lidstraffungen, das geht so etwa 45 Minuten, Brustvergrößerung 1 Stunde, Brustverkleinerung 2 Stunden, Bauchdeckenstraffung 2,5 Stunden, Facelift 3 bis 3,5 Stunden. Ja, und die längsten OPs, die wir haben, sind so die wir durchführen, wenn wir bei einer Frau, die Brustkrebs hatte, die Brust wiederherstellen. Das ist ja auch was ich jetzt, ich habe dir ja gesagt, wir haben OP-Kapazität auch in einem richtigen Krankenhaus, wo wir dann einmal in der Woche sind und das sind dann überwiegend solche Frauen, bei denen wir den Brustwiederaufbau auch mit Eigengewebe dann machen, also nicht mit Implantaten und das dauert etwa 5-6 Stunden. Dann bist du fertig danach. Ja. Also noch eine Operation danach kann man schlecht machen oder musst du das manchmal auch noch eine zweite oder dritte hinterher machen? Manchmal machen wir noch eine kleine danach, aber da machen wir auch eine Pause dann. Da wird dann was gegessen und getrunken und dann ist auch der Blutzuckerspiegel und Flüssigkeit aufgefüllt und dann geht's weiter. Und wenn wir mal diese Brustwiederaufbauoperationen, die machen wir manchmal auch beidseitig, also dass wir dann 2 Seiten gleichzeitig operieren in der gleichen OP, dann machen wir sogar während der OP eine kurze Pause. Also dann trinken wir was, essen was und setzen dann für die letzten 2,5 Stunden der OP nochmal fort. Und wie ist es bei den Händen? Das ist ja ein Wunderwerk der Natur, muss man ja mal so sagen. Das funktioniert alles mit Nerven und mit Muskeln und so weiter und so fort. Da wird es wahrscheinlich richtig fragil dann, ne? Das ist extrem filigran, aber diese OPs dauern nicht ganz so lang in aller Regel, weil das ja ein überschaubares, kleineres OP-Feld ist. Aber das ist, ja, auch da haben wir Vergrößerungslupenbrillen auf, wie so ein Uhrmacher, so eine Linsen auf der Brille. Je nachdem, was zu tun ist. Ein Finger annähen zum Beispiel? Gut, das ist jetzt wiederum was ich jetzt nicht mehr mache, weil ich ja jetzt in der Privatklinik bin. Das findet ja in den großen Unfallkrankenhäusern statt. Aber hast du schon? Habe ich schon, ja. Wie lange dauert sowas? In etwa 2 bis 2,5 Stunden, wenn es nur ein Finger ist. Und ich erinnere mich noch an meine erste Zeit damals in Ludwigshafen. Man wird ja dann ausgebildet von seinen Oberärzten und irgendwann sagen die, du bist jetzt so weit, du darfst es jetzt selbst. Und dann hatte ich so meine ersten Nächte und hatte eine Quote von 100%, also 100% aller Finger, die ich wieder angenäht habe, haben auch überlebt. Wenn man da aber in die Literatur schaut, liegt man so etwa bei 65%. Und in einer Nacht, das weiß ich, als wäre es vor 2 Wochen gewesen, kam ein junger Mann mit 3 amputierten Fingern und ich habe die in einer 10-Stunden-Operation alle 3 wieder angenäht und im Laufe der Tage danach sind leider alle 3 Finger abgestorben. Also weil wahrscheinlich sind die auf dem Transport in die Klinik falsch gelagert worden, direkt auf Eis, dass sie gleichzeitig noch erfroren sind oder sowas.
Man muss die dann speziell lagern, also in eine Tüte und dann in die nächste Tüte und dann erst darf das Eis dazu, dass der Finger, der transportiert wird ins Krankenhaus, nicht direkt an Eis liegt. Auf alle Fälle haben es die leider alle drei nicht geschafft und dann war ich wieder bei der Quote von 65%, die man in der Literatur auch kennt. Also im Endeffekt, wenn man sich das so anschaut, sind diese gut ausgebildeten Chirurgen alle vergleichbar gut. Okay. Der Tipp vom Professor, was, wenn man sich einen Finger absägt, was soll man dann machen? Na, der Finger selbst muss trocken eingepackt werden in eine Kompresse normalerweise. Wenn man das nicht hat, nimmt man einfach ein sauberes Handtuch oder einen sauberen Waschlappen und in eine Tüte und dann geht der in die nächste Tüte und in der nächsten Tüte muss dann Eis rein. Aber auf keinen Fall das Amputat, auch wenn es ein Ohr wäre oder die Nasenspitze, auf keinen Fall das Amputat direkt auf Eis legen, weil dadurch kann es so stark geschädigt werden, dass es dann zwar erstmal wieder angenäht wird, aber dann stirbt es im Laufe der nächsten Tage ab. Du hast ja bei allem schon mal unten drunter geguckt. Also ein Mensch ohne Nase sieht komisch aus, wenn die abgeschlagen ist oder sowas. Ne? Das ist schon ein eigenartiges Bild. Daran muss man sich auch erstmal gewöhnen können. Ne? Ja gut, das sieht man jetzt zum Glück in Deutschland nicht mehr. Das war ja früher im Mittelalter, sind ja Menschen so bestraft worden. Ne? Also wenn jetzt einer irgendwas geklaut hat, ein Dieb, dann wurde ihm der Finger abgeschnitten oder die Nase und dann hat er, im Prinzip war das dann das Stigma nach außen, dass alle wussten, okay, das ist ein Krimineller. Und dann sind schon im Mittelalter oder in Indien sogar schon in 2000 Jahre vor Christus Methoden entwickelt worden, um zum Beispiel die Nase wieder zu rekonstruieren. Mhm. Uns jetzt in Deutschland betrifft das eher, wenn man Tumor ist in dem Bereich. Ne? Mhm. Also hat man Tumor im Bereich der Nase, dann muss der Tumor entfernt werden und dann fehlt ein Teil der Nase und dann kann man die Nase auch wieder rekonstruieren. Ja? Aber so eine abgeschnittene Nase als jetzt Folge eines Traumas habe ich zum Glück noch nicht gesehen. Aber wenn ein Mensch vor dir liegt, zum Beispiel, dem die Gesichtshaut erstmal kurz entfernt ist, sieht das schon mal ein bisschen komisch aus, ne? Wenn du unten drunter schaust. Oder? Ja, ja. Ja, das haben wir leider schon ab und zu mal gesehen bei den Schwerverbrannten, ne? Wenn dann die Gesichter verbrannt waren. Aber auch da kann man heutzutage ein bisschen was zumindest machen. Absolut, ja. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, aber man kann es deutlich verbessern. So Markus, jetzt lass mal ein bisschen uns über Geld reden, weil ich meine, wenn man sich entschließt, etwas an seinem Körper vornehmen zu lassen, wo man sagt, das hat mir vorher nicht gefallen oder ich habe jetzt genug Geld gespart, um meine Brüste vergrößern zu lassen, meine Nase operieren zu lassen, etc. pp., die Lider straffen zu lassen. Was muss man dann für Schönheit so ausgeben? Gibt es so einen Pi mal Daumen, wo man sagt, weiß ich nicht, eine Haartransplantation kostet 10.000, eine Brustvergrößerung kostet 5.000 oder sowas. Kann man sowas Pi mal Daumen festlegen? Bei uns ist es so, dass in dem Jahr, in dem wir das durchführen, die Patienten immer für das Gleiche auch das Gleiche bezahlen. Also bei uns kostet jede Lidstraffung das Gleiche, jede Brustvergrößerung das Gleiche und im Jahr darauf müssen wir dann eben schauen, wie haben sich unsere Sachkosten verändert. Kosten die Implantate mehr? Will das Haus, was uns die ganzen OP-Nahtmaterialien und so weiter verkauft, haben die Preise gesteigert und dann steigern wir dann auch ein bisschen. Woran wir eigentlich nie direkt gesteigert haben in den letzten Jahren, sind unsere Honorare. Die haben wir eigentlich immer gleich gehalten. Und dann kann man sagen, dass eine Lidstraffung so etwa 1.900 Euro kostet aktuell. Eine Brustvergrößerung so etwa 5.700, 5.800 Euro. Bei den Haartransplantationen staffeln wir nach Aufwand. Also wir sagen da so, okay, wenn wir mehr oder weniger nur eine Haarverdichtung bei Ihnen machen, dauert es einen halben Tag. Das kostet dann so etwa 4.000 Euro. Wenn wir den ganzen Tag brauchen, kostet es 6.000 Euro. Und es gibt sogar Haartransplantationen, die kommen am nächsten Tag nochmal wieder, um dann nochmal fortzusetzen, dass alles fertig ist. Das ist so eine anderthalb Tage OP, die dauert, kostet dann 8.000 Euro. Mhm. Brustverkleinerung zum Beispiel kostet so um die 6.000 Euro. Ja, das sind so die klassischen Preise. Und in diesem Fall sollte man vorher aber auf jeden Fall zu seiner Krankenkasse gehen und sagen, ich habe damit große Probleme und dann vielleicht einen Antrag stellen und eventuell sogar das Geld erstattet bekommen. Ja, absolut. Also das versuchen wir immer. Also wenn wir eine Chance sehen, dass die Patienten da vielleicht was von der Krankenkasse bekommen, schreiben wir denen immer einen Brief und machen Fotos und das geht dann zu diesem sogenannten medizinischen Dienst der Krankenkassen und sie prüfen das dann und wenn die Patienten Glück haben, wird es dann auch genehmigt. Wobei ich da auch den Eindruck habe, dass dieser medizinische Dienst von den Krankenkassen mehr oder weniger, obwohl die eigentlich unabhängig sein sollten, aber so ein bisschen jedes Jahr darauf getrimmt werden, dass ein bisschen mehr abgelehnt wird als in dem Jahr zuvor. Entwicklung in die falsche Richtung, sage ich mal, ne? Ja, aber wir haben neulich auch drüber gesprochen, das ist ja auch immer das Thema in der Transgender-Chirurgie, also wenn Patienten im falschen Geschlecht geboren sind und umgewandelt, wo beginnt das, was muss die Kasse zahlen, wo endet das und dann die Kassen müssen auch eben immer auch schauen, wie viel Geld ist im Topf, weil es gibt auch Tumortherapien zum Beispiel, da kostet eine Woche Therapie 150.000 Euro mit speziellen neuen Medikamenten und es gibt nichts anderes, was hilft, weil die schon nicht mehr operiert werden können. Und so im Gesamtkonzept muss man dann eben vielleicht auch mal ein Verständnis haben für die Krankenkassen, weil die natürlich auch nur das Geld ausgeben können, was sie haben. Gender-OPs machst du auch?
Ja, wir haben durchaus solche Geschlechtsumwandlungen. Das ist jetzt im Genitalbereich ein bisschen seltener geworden in der Privatklinik, aber im Gesicht machen wir viel. Ja. Also bei Trans-Männern, die ehemalige Frauen sind, ist im Gesicht oft nicht so viel zu tun, weil durch die Testosterontherapie, die nehmen ja dann Testosteron. Kriegen den Bart und kriegen männlich, ohnehin so ein bisschen männliche Gesichtszüge, da ist nicht so viel zu tun. Aber andersrum, wenn die vorher ein Mann waren und dann eine Frau werden wollen, dann sind häufig, ist das Kinn zu breit, die Nase zu groß, die Stirnhöcker zu prominent, die Augenbrauen stehen zu tief und dann gibt es solche sogenannten gesichtsfeminisierenden Operationen, also die das Gesicht von einem eher männlichen in ein eher weibliches Gesicht umwandeln. Nun lass uns am Ende unseres Gesprächs mal noch ganz kurz auf deine Klinik kommen. Ihr habt ja 2012 das Gütesiegel qualitätsgesicherte Brustrekonstruktion von der Gesellschaft der plastischen Rekonstruktion und ästhetischen Chirurgen DGPRC-Dingsbums bekommen. Also das ist ja im Prinzip so die höchste Auszeichnung, die man kriegen kann. Der Oscar der Mediziner in dem Fall, ne? Das ist was die Brustrekonstruktion, was ich dir gesagt habe, was wir machen, Brustwiederaufbau nach Brustkrebs, ist das so, das kennzeichnet die Chirurgen, die das wirklich sehr viel machen. Und das ist auch eine personenbezogene Zertifizierung, also nicht eine klinikbezogene Zertifizierung. Die hast du bekommen. Die habe ich bekommen, ja. Aber über deine Klinik wollen wir ein bisschen was erfahren. Was arbeitet da für ein Team? Wie viele Menschen sind da beschäftigt? Und wo findet man euch in Hohenneuendorf? Wir sind direkt am S-Bahnhof Hohenneuendorf. Wir haben auch Parkplätze vor der Tür. Also man kann mit Auto, mit öffentlichen Verkehrsmitteln uns gut erreichen. Direkt zentral in Hohenneuendorf. Und das ist eine Klinik mit 2 Operationssälen, mit 6 zugelassenen Betten, also bis zu 6 Patienten können bei uns über Nacht bleiben. Und wenn man weiß, dass wir diese Operationen durchführen, normalerweise nach so einer ästhetischen Operation bleibt der Patient nur eine Nacht. Also die Betten sind dann relativ schnell wieder frei, sodass wir dann weitermachen können. Operieren, die OPs dort werden durchgeführt von meiner Frau und mir. Mhm. Meine Frau ist auch auf dem Weg zur plastischen Chirurgin im letzten Jahr ihrer Facharztausbildung. Das heißt, sie wird im September ihre Weiterbildungszeit beenden und sich dann anmelden für die Prüfung. Und mit ein bisschen Glück macht sie dann Ende diesen Jahres oder ansonsten Anfang nächsten Jahres ihre Facharztprüfung. Und dann darf sie auch selbstständig und allein theoretisch operieren, wobei wir nach wie vor viel zusammen machen werden, um dass es einfach schnell geht. Und je kürzer die OP-Zeit ist, muss man auch immer wissen, je geringer ist das Infektionsrisiko. Also man hat, je länger eine Wunde offen ist, umso ist es möglicher, dass doch mal irgendein Bakterium in die Wunde gerät. Und sie muss ja gut sein, weil sie darf am Herrn Professor persönlich rumschneiden, ne? Genau, sie durfte meine Lidstraffung durchführen und das bin ich auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das hat sie toll gemacht. Wie viel Personal gibt es da noch ringsrum? Eine Anästhesistin, dann 2 Anästhesiepfleger oder Schwestern, dann eine OP-Schwester, eine weitere Arzthelferin, die im OP mithilft, eine Sekretärin am Tresen und ein Pool von 4 oder 5 Krankenschwestern, die dort in der Klinik dann die Station betreuen. Und wie sieht dein Tag aus? Du arbeitest von früh bis spät im OP oder hast du auch zwischendurch mal ein bisschen Freizeit? Weil ich meine, da gibt viel zu tun, oder? Es gibt viel zu tun. Wir operieren nicht jeden Tag, weil an manchen Tagen muss man natürlich auch Sprechstunde machen, um die Patienten zu beraten oder auch die operierten Patienten wieder zur Kontrolle sehen. Wir operieren montags den ganzen Tag, Dienstag den ganzen Tag, Mittwoch ist ein Sprechstundentag, wobei wir da manchmal einen halben Tag operieren. Donnerstag ist nur Sprechstunde. Und Freitag operieren wir so etwa jeden zweiten Freitag den ganzen Tag. Ja, und zwischendurch noch Weiterbildung. Du musst ja immer up to date sein. Das ist ja wichtig, weil es entwickelt sich ja auch auf verschiedenen Gebieten was. Da muss man ja auch immer viel Literatur lesen, Vorträge nehmen, Weiterbildung, weiß ich nicht. Die finden ja teilweise auch in den USA statt. Dann fliegst du rüber und hörst dir da Vorträge an. Ja, das habe ich früher in der Phase, als ich auf dem Weg war zum Professor, oft gemacht, einfach auch um eben zu zeigen, dass das, was wir da wissenschaftlich erreicht haben, auch internationales Niveau hat. Dann sind wir auch ins Ausland geflogen und haben dort. Mittlerweile gibt es in Deutschland zu allen Themen große Kongresse. Also die Deutsche Gesellschaft der plastischen, rekonstruktiven und ästhetischen Chirurgen, diese DG Pretz, was du da vorhin gesagt hattest, das ist eine sehr lange Abkürzung. Die veranstaltet jedes Jahr einen großen Jahreskongress, auf dem so 600-700 Teilnehmer sind. Das ist schon ein großes Meeting und da kann man sich auch zu allen Themen dann auf den neuesten Stand bringen. Aber ich besuche auch so themenspezifisch, wenn ich irgendwas Neues eben wissen will im Bereich der Nasenchirurgie oder im Bereich der Haartransplantation oder sowas, auch ganz gezielt nochmal Symposien oder auch Webinare. Ich habe jetzt gerade wieder 2 Webinare in Chicago gemacht zum Thema Haartransplantation. Um mich da wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Also man muss dann eben immer schauen, wo man sowieso
up-to-date ist, weil man das jeden Tag macht und auch mit und Dinge, die, wo sich aber auch viel verändert oder auch in der Zusatztherapie nach Haartransplantation, welche Hormone gibt man zusätzlich und so weiter, welche Sprays kann man verwenden. Das ist so ein bisschen, da hat sich in den letzten Jahren ein bisschen was getan und deshalb habe ich da gerade nochmal einen neuen Kurs besucht. Schön. Und man kann da durchaus auch in den Genuss kommen, mal einen Professor Dr. Markus Künscher als Vortragsredner zu hören. Das passiert ja auch regelmäßig, ne? Ja. Gerade letztes Wochenende wieder haben wir selbst ein Symposium organisiert im Sana-Klinikum in Berlin-Lichtenberg. Da war ich der Veranstalter und da habe ich auch zwei Vorträge gehalten. Meine Frau hat einen Vortrag gehalten und im Prinzip waren alle deutschen Größen, die zu dem Thema da was zu berichten hatten, auch dann dort. Wo findet man euch? Im Internet und in den sozialen Medien? Wir haben ein Facebook-Profil, wir haben ein Instagram-Profil, was meine Frau pflegt jeweils. Wir haben eine Website, also einfach professor-künscher.de. Mit UE, bitteschön. Mit UE, genau. Mhm. Das sind so die wesentlichen Dinge. Und ich freue mich, dass ich heute die Koryphäe auf diesem Gebiet bei mir im Studio hatte. Das war eine Ehre für mich, Professor Dr. Med. Markus V. Künscher. Schön, dass du da warst, Markus. War toll, mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und mal ein bisschen nachzufragen, wie die Dinge so funktionieren in der ästhetischen und plastischen Chirurgie. Ja, vielen Dank, Jens. Ich habe mich auch sehr gefreut, hier zu sein, weil man eine andere Erfahrung, du hast ja sonst Künstler hier, Sänger, Schauspieler, eher selten mal einen Arzt, denke ich. Aber vielen Dank, hat mir sehr gefallen. Du bist ja auch ein Künstler und dementsprechend hast du deine Berechtigung, hier in dieser Sendung aufzutauchen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, bis bald. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.